den Schacht schließen. Ich hab einen Schrank, ich hab einen Schrank! Oh mein Gott! Dieses Drecksvieh, Alter, ist das schnell! Fuck. Ist Gute noch hinkommen? Ja. Bei mir ich ist noch. Vor mir und hinter mir rot. Ich stehe einfach in dem Raum mit den ganzen Leichen. Okay. Bitte was? Alter. Ja, ich stehe hier einfach. Hauptsache, er sind doch Leichen alle. Aber gut, da haben wir auf, uns die ganze Zeit. Mhm. Und da kam irgendwie nichts an, gefühlt. Zumindest kam nichts rein, richtig. Grinsekatze kam zwar mal vorbei, aber. Grinsekatze hat mal kurz Hallo gegrinst. Ach, okay. Deswegen. der Hammer und so, der liegt da noch bei mir im Schrank. Den durfte ich auch noch aufheben. Also kann den jeder nehmen? Interessant. Ja. Den Schraubenzieher könnte, aber, könnte ich nicht mitnehmen. Den hast du vor meiner Nase weggenommen, quasi. Okay, dazu. Weiß nicht, wo du bist, aber bei mir ist safe. Ich hab gerade irgendwas die Schritte gehört. Ja, ich auch. Ist hier Tatsu drin? Ja, hier ist Tatsu drin. Dass er sich erstmal um 360 Grad nochmal dreht. Ah ja, das ist auch übel, oder? Okay, wir müssen da lang. Ne, hier lang. Okay. Gut, dass Tatsu eine Orientierung hat. Ja, Tatsu? Scheiße. Oh, da ist rot. Ja. Jetzt haben gerade alles an. Rot, Hund, alles. Ich höre alles. Echt? Mhm. Yes, ich höre einen Hund. Bei mir ist rot. Ja, bei mir ist der Hund und es ist rot. Alter, ach komm an. Rot sehe ich auch. Oh, ey, gut, dass die... Alter, der Hund rennt genau vor diesem Schrank hin und her. Boah, nicht lustig. Und was ich schon festgestellt habe, ich kann nicht raustappen bei dem Spiel. Sonst pausiert das Spiel. Nicht pausiert, sondern ich kriege einen Lag rein. Oh. Einen heftigen. Oh. Ich brauche noch was zu trinken. Also das Spiel ist auf jeden Fall nicht VR-tauglich, kann man sagen. Jedenfalls erstmal nicht für deine VR. Es ist nicht effizient genug für VR, ja. Und ich würde es nicht mit meiner VR ausprobieren. Warum? Ich mag... Nee. Ich habe bis jetzt noch keine VR-Spiele gespielt und ich kann es mir auch nicht gut vor... Das ist... Nee. Also, das können wir ändern. Mhm. Durch VR-Chat bin ich für die meisten Sachen hier abgehärtet, sagen wir es mal so. Ja, okay, was da für Gestalten rumgeistern. Phasmophobia ist für mich im Fall ja auch nicht so nur halb so gruselig. Außer wenn du alleine durchs Dunkel marschierst. Bei mir ist halt immer noch alleine rot. Alleine sind aber die meisten Spiele etwas unheimlicher, sage ich mal. Mhm. Ja, ja. Und Hund ist immer noch bei mir. Ja, jetzt ist bei mir immer noch rot. Mhm. Ja, wie gesagt, Hund. Und ich glaube, du bist den Schrank, wo du vor uns drin warst, also du bist nicht weit weg von mir. Nee. Damit ist Hund auch in deiner Nähe. Ja. Hm, ist das ärgerlich. Und die Dingszange zum Kette durchschneiden, die kann man auch nicht ein zweites Mal aufheben. Da bin ich gerade übrigens. Was? Kette durchschneiden? Yeah, ja, ich hab doch so eine Werkzeug gefunden, wo man die Ketten durchschneiden kann. Und da steht als Info eine Zange, also eine handelsübliche Zange, um Ketten durchzuschneiden. Ich hab immer noch den Hund. Ist weg. Ja? Der Hund ist weg. Der ist gerade in den Schacht rein, würde ich sagen. Okay. Bei mir ist nämlich nicht mehr rot. Bei mir ist dunkel. Okay. Nee, bei mir ist alles safe. Okay. Da ist rot. Aber das ist nur das Licht. Rühmen wir uns mal schnell zu Tatsu hinterher. Ist immer noch rot. Shit, wir brauchen einen Feuerlöscher. Geh mal weg. Hier ist nämlich noch ein Schrank, das will ich nicht. Hey, gut, Da warte ich nämlich hier, bis er weg ist. Ja, jetzt kommt er.
Ja, da ist er. Hallo. Okay, läuft wieder zurück zu dazu. War ich ihm zu schnell? Hier wird jetzt alles rot. Ich sehe ja nichts. Ich glaube, der... Der ist also so bei Kudo. Mir ist es auf alle Fälle rot. Kudo ist in einen anderen Gang rein. Kudo ist den Gang rein und Tatsu ist den Gang hier rein. Ja, ich bin auf die... Ich bin Richtung Kontaminierung gerannt. Okay, hier war bloß die Notiz. Und noch irgendwas drauf. Ah, dass du die Notizen richtig lesen kannst. Achso, das sind die Gemälde mit dem Geheimcode. Gut, wir haben die rote Tür. Oh Gott, jetzt geht es mit den Gemälden los, Tatsu. Ach du Scheiße, und das sieht nicht nach wenigen aus. Okay, Gemälde haben einen Geheimcode. Soll das der Baum sein? Von weiter weg betrachtet, könnte das auch, weiß ich nicht, ein Buchstabe sein. So ein E oder so. Wobei mit dem da rumherum könnte auch ein P sein. Sehen denn die anderen Gemälde aus? Sehen genauso aus. Sehen die nicht alle gleich aus? Fuck. Nee, hier haben wir Leuchtturm. Wir haben drei Gemälde, die gleich aussehen. Obstwege. Kennt ihr das, wenn du ausstoßen musst, weil du viel Kohlensäure getrunken hast und kommt durch die Nase? Nicht lustig. Oh, hier ist ein kaputter Schrank. Tatsu, ich habe ein Katzenbild. Kannst du nicht aufheben? Ich will das Katzenbild. Ich kann den Hund damit weglocken. Kannst aber leider nicht aufheben. Alter. Boah. Ich habe extra hinter mir die Tür nochmal zugemacht. Okay, es geht also wirklich um Buchstaben. Wir müssen 5 Buchstaben haben. Haben wir 5 Gemälde? Probier mal F, F, F. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wie viele Buchstaben brauchen wir? 5. Ach du Kacke. Nee, ich glaube, ein F haben wir gar nicht dabei. Es sind nicht alle Buchstaben dabei. Ich sehe auf alle Fälle ein A. Du siehst ein hier, A? Hier, das hier hat ein A. Warte mal, wo bist du? Das hat ein A. Wenn ich von hier drauf gucke, sehe ich da oben ein A stehen. Sicher, dass das nicht dein Name ist? Ja, jetzt, okay. Das ach, ein du Kacke. Okay, dann erstes Gemälde mal bitte. L. Da ist ein C. Erstes Gemälde ist ein C, okay. L. Warte, C, L. Ja. Rot. Nicht gut. Haben wir nicht. Das müsste ein E sein. Ja, E. Okay, danach hat dann man ein A. Und beim letzten, da kann ich es nicht so gut sehen. Doch, da, R. Ein R, okay. Clear. Na ja, toll, okay. Erledigt, ist geöffnet. Schön. Notfalls, falls ihr noch was braucht zum Trinken. Ach, ich habe 2 Trinken dabei. Kacke, Leute. Wir haben... Haltet euch fest, ganz, ganz wichtig, Mottengelee und 4 Sicherungen waren da drin. Ich habe keine Ahnung, was man mit Mottengelee, 4 Sicherungen verstehe ich ja, irgendwo in den Sicherungsschrank, aber Mottengelee, ich habe keine Ahnung, was wir mit Mottengelee machen wollen. Scheißdreck. Also okay, die Information ist immer noch kontaminiertes Gebiet, das ist das Einzige, was wir können, oder? Dass du von da gucken musst, ist halt echt mies, ne? Das ist böse. Ich dachte das ist halt, gemein. Ich dachte halt wirklich in dem Bild, aber so können sie natürlich einfacher das jederzeit ändern, dass es jedes Mal was anderes ist. Oh Gott, ja, ich sehe es. Ich nehme den hinteren. Tschüss. Kudo darf rennen. Kudo will knuddeln, er darf das. Ja, mir ist einfach ganz hinten hingestellt. Okay, ja, es wird rot. Ich sehe es. Er kommt. Er kommt. Scheiße, Kudo. Obwohl, er steht doof in der Gegend rum. Er steht noch doof rum. Siehst du den gerade, Kudo? Ich sehe ihn aber. Der steht genau
bitte leicht, also genau an der Ecke, wenn du um das Gemälde halt rumgehst, also. Mhm, und ich stehe extra ganz hinten in der Ecke. Okay. Er steht doof dagegen rum. Mr. Kabel, Freund. Sein Kabelmanagement finde ich nicht schön. Jetzt soll er noch hoffentlich gehen. Ja, das wäre nett. Könnt ihr mit meiner Kabelzange vielleicht ein paar Kabel durchschneiden, vielleicht hilft das. Einfach so ein paar Tipps geben. Okay, er geht wieder. Ja, bei mir ist wieder weiß. Ja. Okay. Hat funktioniert, keiner ist gestorben, ich bin sehr zufrieden. Dream Team. Klappst du? Kommst du noch klar? Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es einfach nur daran lag, dass ich im VR bin und da hinten stehen kann, oder ob das allgemein nur ist, dass er da... Na gut, wenn du weit genug hier hinten bist, ja. Wir haben leider nur Heilzeug hier. Was der Schublade. Meinst du mit nur Heilzeug? Hier in der Schublade ist noch ein Heilungszeug, also Wasser zu trinken. Ja, aber das war eher drauf bezogen, brauchst du Antidepressiva oder so? Nee, ich wollte nochmal gucken, weil wird das wegen Winter auffüllen, weil ich hab noch drei. Ich hab jetzt auch noch drei. Ich hab schon die ganze Zeit lang nur drei. Gut. Okay, also irgendwas mit Kabel noch. Ich meine, könnt ihr die Luftschätze auch schließen oder kann das nur ich, weil ich einen Schraubenschlüssel hab? Das kannst doch du. Okay. Schon mal deswegen hatte ich dich ja vorhin gefragt gehabt, gesagt, guck mal auf den Schacht. Sonst hätte ich gesagt gehabt, Desu, wir können die Schacht hier schließen. Soweit korrekt. Aber hattest du jetzt die Tür hier aufgemacht? Ja, die war die mit roten Schlüssel, wo mir gerade jetzt. Nee, ob du jetzt beim wieder zurückgehen die aufgemacht hast oder war die schon offen? Die war offen. Ja, und ich habe sie eindeutig zugemacht, als ich zu euch gestoßen bin. Okay. Hatten wir vor uns genau genommen eigentlich immer nur Glück. Mhm. Wahrscheinlich haben die keine Geräusche gehört und dachten halt, da ist nichts. Könnte auch sein. Genau, weil die keinen Sichtkontakt hatten. Ich brauche jetzt echt mittlerweile keine Ahnung mehr, wo wir sind, wo wir hinwollen oder wo wir nach hinten müssen, wo wir noch nicht den waren. Den Schrank kenne ich irgendwo her. Ja, ich weiß zumindest, wo wir sind, aber... Bei mir ist eine riesige Nebelwand. Ja. Nebelwand, wir, das ist ein Spiegel. Ja, wir bezeichnen das Ding einfach mal als Spiegel, wenn du nah genug rangehst. Da hinten ist unser Versteck. Ja. Da hinten ist der Fernseher. Hier ist es rot. Ah! Versteck dich! Bin voll reingerannt in den Typen! Bin voll in den Typen reingerannt und einfach nur in den Schrank rein. Ach, was? Alter, ich glaube, der hat sich genauso erschrocken wie ich. Oh fuck. Oh wow. Ich bin wieder beim Aufzug. Okay. Am Ende haben wir nur einen Code, damit wir mit dem Aufzug in die nächste Etage können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. War das bei mir noch rot? Also wo müssen wir jetzt noch lang? Ich hab komplett die Orientierung verloren. Also wo wir was noch haben nicht wir waren. Jetzt eigentlich, was haben wir jetzt eigentlich nochmal alles zusammen? Wir haben jetzt... Was hast du jetzt früher rausbekommen? Also ich hab Mottengelee und 4 Sicherungen. Dann haben wir noch die Kneiftange für Kabel oder Ketten. Ich glaube, die Sicherung könnten wir vielleicht auch für die Tür gebrauchen. Da bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich habe da auf jeden Fall an der Seite irgendeine Panel gesehen gehabt. Was man da machen muss, keine Ahnung. Und wir brauchen halt einen Feuerlöscher. Um die Kontaminierung runterzuballern. Okay, der ist immer noch bei mir. Der rennt gerade bei mir rum hier. Hau doch ab! Wir müssen uns am besten noch mal die Kassette anhören. Weil ich glaube nämlich, wir müssen auch diese Leichenteile, die richtig, ne? In die Schalen reinlegen. Vielleicht noch. Okay. Also er hatte was gesagt. 9 Leute hingelegt. Und dann kam nur der Nächste. Ja. Wer ist denn von den 9 Leuten der Nächste? Erzähl erstmal, was waren denn, weißt du noch die Reihenfolge? Er hat 3 Dinge aufgezählt.
Ohr, Nase, Zähne. Die Zähne waren zum Schluss, die habe ich noch mitbekommen. Ohr, Nase, Zähne. Und wir haben keine Zähne. Hast du eine Hand? Doch, habe ich. Du hast Zähne? Okay, weil ich habe einen Fuß. Ich hab Zähne, ich habe ein Ohr, ich habe ein Auge, ich habe eine Nase. Okay, also haben wir Ohr, Nase, Zähne, okay. Nase, Ohr, Nase, Zähne? Ja, Ohr, Nase, Zähne. Also ich habe sämtliche Teile gefühlt. Lass uns mal also zu den Leichen alle nochmal gehen. Warte, ich... Ach du Scheiße, found Subjekt Lena irgendwas. The previous subject was found without the left ear. Okay, bei mir am Start ist es gerade etwas rot. Ach, scheiße. Bleib mal kurz am Frank Elmond? Elmond, ja, ich hab die anderen nicht mitbekommen. The previous subject was found without their teeth. Okay, Frank Elmond ist ohne Zähne. Okay, nochmal einschalten. Lena Reynolds, okay. LR, ohne Ohr. The previous subject was found without the left ear. Okay, komm schon, die letzte. Carmen Salas. Carmen Salas, ohne Nase. The previous subject was found without the nose. Fuck it, fuck you. Wo müssen wir hin eigentlich? Wo bin ich? Oh, ich habe einen Depressiver gefunden. Und ich brauche gerade auch eins, der hechelt schon wieder sonst wie. Nee, okay. War ja die Ausdauer. Okay. Wo seid ihr? Ich habe den. Ich habe einen Tatsu gefunden. Warte, hier lang? Da bis Tatsu, okay. Okay, den Weg. Wir haben komplett falsch gelaufen. Okay, Schacht mal zu machen. Okay, hier haben wir noch einen Schacht. Lena Reynolds. Braucht ein Ohr. Mhm. Lena Reynolds, hier. Braucht ein Ohr. Meine Position muss eine Grinsekatze. Lichter aus. Und am besten Richtung Safe stecken. Die Mitte ist Carmen Salas, braucht eine Nase. Falls du hingehen willst. Nee, die Grinsekatze sieht mich an. Malcolm. So, genau, Lena Reynolds braucht ein Ohr, genau. Jennifer, nee. Okay, jetzt ist er weg. Wer? Der hier. Was? Nee, hier. Carmen Salas braucht eine Nase. Ja. Und wer war der Dritte? F.E. Frank, hier, Frank Elmond braucht Zähne. Ernsthaft? Ernsthaft, jetzt ist der Spiegel kaputt, weil wir hier ein paar Items reingehen. Wer kauft euch den Scheiß denn ab? Ach, come on. So eine Kacke. Also, ich habe einen fucking Hammer. Tatsu hat einen fucking Hammer. Wir haben Werkzeuge, wir haben den Hund, den wir dagegen werfen können. Wir haben eine Grinsekatze. Wenn die in den Spiegel guckt, geht es auch kaputt. Aber nein, ach, Grinsekatze. Fuck you. Huch? Was? Ja, die ist so am Ausgang. Keiner. Ja, schön für euch, dass ihr keine seht. Doch, die ist doch. Doch, ich habe sie gesehen. Ich auch. Und dass hier alles rot wird? Bei mir nicht. Nö. Okay, nee, der ist außerhalb. Aber es wird halt in einem Radius irgendwie rot. Aber er ist außerhalb, okay. Nimm sie Katze weg. Okay, gut. Dann auf zum gebrochenen Spiegel. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, wo ich tot war und ich dort drinne war, war eine Tür mit drei Riegeln. Wir müssen also drei bestimmte Hebel finden. Kann natürlich sein, dass dafür dann auch die Sicherungen da sind. Wobei, wir haben vier Sicherungen. Wir werden dann sehen. Dazu? Ja. Sind wir nicht schon hier? Nee. Gott sei Dank, ich werde alt. Ja.
Ich versuche uns einfach nur ein bisschen von hinten Backup zu geben. Hey, da ist ein Safe an der Wand. Oh nee, das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Da ist ein blauer, ist da ist ein grüner. Der hier ist grau. Oder? Der ist also gelb. Ich hab den rosa nennen. Hier ist ein orange. Es gibt mehrere Hebel, aber nur drei können gleichzeitig betätigt werden. Gleichzeitig? Ja, und hier haben wir das Schloss mit den drei Riegeln. Ey, der. Ja, ja, drück mal deinen Hebel. Drück mal den Hebel, den du so hast, Gudu. Den Hebel? Okay. Okay, das ist der erste Riegel, der ist grün. Korrekt, sehr schön. Also lila. Warte mal, hier ist ein Zettel. Ja, ja, nur drei Hebel können gleichzeitig betätigt werden. Mehr steht da nicht. Soll ich noch irgendeinen drücken? Ja, nimm mal gelb. Ja, ich wollte den Game nehmen. Okay, das war falsch. Nee. Okay, aber es wird nicht resettet, also kannst du den gelben wieder zurück. Okay. Okay, dann bleib ich an der Tür. Ja, ich mach mal den grauen. Mhm. Ist grün. Perfekt. Als wenn das hier alleine zocken willst, dann anstrengend. A bitch. Bitch, ja. Ich hab jetzt einen orangenen. Ist rot. Jetzt? Rot. Dann lege ich mal hier den grünen um. Ja. Wenn ich darf. Mach. Mach. Ja. Ist rot. Jetzt. Das haben wir gehört. Grenzekatze. Okay, ich gehe durch die Tür. Ich sehe dich. Wir haben kontaminierte Leichen. Okay, der ist der Schutzanzug, den wir aufheben können. Alter, war das fies jetzt gerade mit der scheiß Katze. Weil ich sehe nichts. Okay, wenn man das. Oh, die ist hinter mir? Was? Ich sehe nichts, hab ich gesagt. Nee, die war jetzt an der anderen Tür. Die war jetzt in dieser Richtung. Okay, ja, hier ist er nicht da. Ich habe mich nämlich gerade umgeguckt und habe einfach nur gesehen, dass das Gesicht von der hinter mir war. Hier gibt's Anzüge. Und ja, den Feuerlöscher. Feuerlöscher. Dings darf nehmen. Bitte den Anzug anziehen. Use. Antidepressiva. Ja, für alle einmal da oben noch mit. Aber ich bin voll. Ich kann eh nichts. Wobei ich überlege einfach eins zu nehmen. Wenn du nehmen kannst, dann mach. Ja, ich benutzen. Okay. So, wir haben ja vier Schränke, vier Spieler Maximum. Also ich habe drei Antidepressiva und drei von diesen Cola-Dinger. Cola-Dinger ist drei Maximum. Dann nimm das vierte Antidepressiva dort noch in dem Schrank. Okay. Genau. Gut, der Feuerlöscher hält irgendwas mit 3 Minuten, dass wir da irgendwas machen können. Und dazu muss den Anzug noch anziehen im Winter. Hä? Achso. Und es sieht nicht gerade super aus, wie ich da im Anzug rumlaufe. Für mich. Aber ich habe damit weniger Probleme als andere. Okay, folgen wir dazu zum kontaminierten Raum. Wieso mir? Weil du weißt, wo es lang geht. Diese Leute, die keinen Orientierungssinn haben. Und ich muss nicht vorlaufen. Ha? Grinsekatze. Ah. Ah, und hier war ja der rote Schalter. Und rum die Ecke. Ja, da ist sie. Taschenlampen aus. Wird von Licht angezogen. Ja, aber ich sehe sonst nichts, wenn ich irgendwo lang laufen will. Ach so? Okay, nö, geht. Ein ganz Hauch sehe ich. Ja, ich sehe auch einen ganz Hauch. Ich sehe, wo ihr seid und ich sehe die Decke rumliegen. Aber ich sehe keinen Boden und keine Wand. Hier okay. Ist keine Grinsekatze mehr. Dafür flackert mein Bild ganz schön. Dann solltest du einen Antidepressiva nehmen. Wenn das Spiel mich lässt, gerne. Ich kann auch nehmen. Okay.
Grinsekatze ist irgendwie am lästigsten. Die sollst du jedenfalls nicht großartig angucken anscheinend. Okay, hier war der Spiegel. Jetzt müssen hier lang. Wo es rot wird. Hier ist das Ding. So, ich verkriech mich mal in den Schrank. Mhm. Sehe ich nämlich, wenn es wieder weiß wird. Perfekt. So, was haben wir jetzt noch? Wir sind eigentlich voll mit allen möglichen. Kannst du rausziehen? Nein, wollen wir nicht. Ich hab noch ein paar Finger. Ich höre den Typen. Okay. Ja, jetzt wird bei uns rot. Ja, der war genau bei mir. Der kam von der anderen Seite. Der hat's gerade abgehauen. Ich höre auch den Hund. Der Hund ist auch gerade zu uns. Gut, ich bin gerade einfach nur rundumgerannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich bin in unserem Safe-Raum und dazu. Und ich bin da einfach nur im Kreis kurz gerannt. Also jedenfalls habe ich einen Schacht gehört. Ja, ich habe auch einen Schacht gehört und dann habe ich gleich einen Schacht geschlossen. Ich habe einen Hund jaulen gehört, würde ich sagen. Ach Gott, das war dieses Game. Und das, ich habe einen Antidepressiva nochmal gefunden. So, unser Kabelheini ist weg. Der Kabelbaum ist weg. Oh Gott, das wäre gut. Ja, Deso, ich kann auch von meinem Anzug aus rausstrahlen. Ich weiß halt noch nicht, ob der Hund noch da ist. Okay, da läuft der noch vor mir rum. Ja, den sind wir. Nee. Also in gewisser Weise sind wir beide. Das ist rot. Gut, ist wieder rot. Müssen wir durch die. Da ist Grinsekatze. Oh, scheiße. Wer ist jetzt in den Schrank rein? Ich. Und geradeaus habe ich die Tür geschlossen. Weiß nicht, ob jemand die aufgemacht hat. Da ist auf jeden Fall Grinsekatze gewesen. Oh ja, sehe ich. Oh ja, ich sehe einen Kabelbaum. Hey, hey. Hi. Ich beobachte den Kabelbaum, der steht noch dumm rum. Du bist wieder vorne in deinem Schrank, oder wie? Ich bin noch draußen. Ach so, gut. Ich hab eine schöne Sicht auf den Kabelbaum. Und der läuft nicht rum, der steht noch dumm da. Weil wir sind auch nicht in einem Schrank. Nee. Und wenn, dann würde ich dir den Vortritt lassen. Nur dumm da und macht nichts. Jetzt kommt er. Oder? Der ist weg. Ich hatte gerade das Herz klopfen. Aber jetzt ist es bei mir rot. Da war Hundi gerade. Ich weiß nicht, ob er rausgekommen ist oder rein. Auf der anderen Seite der Tür. Ich bin gerade in den Schrank rein. Ach so. Aber das klang gerade wie Hundi. Soll ich mal an die Tür hier klopfen? Vielleicht die Grinsekatze noch da. Jetzt muss der Hund kommen. So, dazu, wir können weiter. Stimmt, hier war die Tür. Dann nichts wie rein und dann die Tür zu machen. Sobald dazu durch ist, ist klar. Ist da gut. Oben ist ein Schacht offen. Ja. Ich laufe hier extra lieber normal lang, dass ich das Rennen habe, wenn ich das brauche. Das dachte ich mir auch gerade so, aber es war mir jetzt auch egal. Gut. Da sind Glühbirne kaputt gegangen. Ich nehme an, dort wird dann noch die Grinsekatze sind. Dann brauchen wir jetzt einen Feuerlöscher, oder? Okay, auf jeden Fall ist hier nicht mehr für uns gefährlich in diesem Bereich. Wir können jetzt in diesem Bereich arbeiten. Okay, wir müssen aber irgendwie den Bereich dann entkontaminieren. Und zwar mit dem Feuerlöscher. Warte mal, lass uns doch
Lass uns doch erstmal den Bereich hier jetzt erst einmal kurz. Okay. Können doch nicht komplett durchsuchen. Lass uns doch jetzt erstmal durchsuchen, was wir hier alles haben. Hier ist auf jeden Fall ein Schrank, den wir uns verstecken können. Da hinten war auch ein Schrank. Geht davon aus, dass hier ist eine gelbe Tür. Ja, ja. Das ist die Haupttür, da müssen wir rein. Und die öffnet sich erst dann, wenn wir alles dekontaminiert haben. Okay. Hier ist ein Teddybär. Und das bedeutet, wir müssen mit dem Geigerzähler gucken, welche Objekte kontaminiert sind. Und die müssen wir entkontaminieren. Ach so, dann müssen wir das aber hier machen wahrscheinlich. Wir müssen den Feuerlöscher nutzen. So. Ah, okay, ich verstehe. Geigerzähler benutzen. Okay, der Stuhl hier ist schon mal nicht kontaminiert. Bei mir ist was kontaminiert. Das Problem ist, wir müssen das innerhalb von 3 Minuten machen, ne? Müssen wir alle Gegenstände entkontaminieren. Das ist das Problem. Weil das hält nur 3 Minuten. Ja, deswegen gucke ich gerade nur. Ich habe noch nicht gemacht, aber okay. Hier ist zumindest die Maske ist kontaminiert. Ich habe schon mal 2 Gegenstände. Du nicht. Du auch nicht. Hier ist der Teddybär ist. Wie viele Gegenstände müssen es sein? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht, das stand nirgendwo. Der gesamte Raum. Okay. Mal. Hier warst nicht. Du und du warst. Maske, Teddybär und Rolli. Rollstuhl. Das ist alles kontaminiert. Sind hier. Ja, alles. Hier ist auch alles kontaminiert. Hier nicht. Da sind 2 Gegenstände, die kontaminiert sind. Ich weiß gerade, wo der Raum ist. Ich weiß nur nicht, wie ich das richtig nutze, dieses Ding. So. Also jedenfalls nicht im VR. Jetzt hier noch eine Karte oder sowas brauchen, um die Tür zu öffnen. Haben wir auch ein Problem, ne? Ich greife einfach durch und öffne sie von der anderen Seite. Ich mag es irgendwie nicht, dass es gerade Lärm macht. Ja, ich auch nicht so sehr. Das ist auch. Also mit mehreren Leuten ist das, glaube ich, angenehmer. Aber ich habe halt. Orientierung ist immer so. Okay, hier war alles. Da hinten waren nur die Teile. Okay, ich bin hier am Ausgang. Genau. Sackgasse. Die beiden. Also hier waren alle 3, also der Rolli und die 2 Sachen. Du das gut oder? Ja. Ein Raum weiter dahin, müssen da noch welche sein. Dann habe ich da hinten. Nee, das ist nicht ein Raum weiter sogar. Das ist. Dann habe ich da hinten. Einen Raum weiter müssten noch welche sein. Das war meine Aussage. Ja, aber die 2 hier waren nicht kontaminiert. Ich hier aber. Das ist nur das da. Also die hier waren nicht kontaminiert. Da hinten, die Krücken waren. Genau, ein Raum weiter, ja. Die Krücken und da, wo gut jetzt ist, der Rucksack. Rucksack. Ah ja, den Rucksack hab ich nicht gesehen, ja, tatsächlich. Gut. Wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, wie ich dieses Ding... Ah, oh, doch. Dann okay. War hier der Teddybär. Wieso? Hier hinten der Teddybär. Okay. Oh Gott, will merkt ihr doch keine Sau. Und die Maske. Teddybär, Maske. Hier hab ich nichts gesehen gehabt. Nee. Was hat. Haben wir Joma? Hier ist noch ein Eimer? Nein. Ist da sonst noch irgendwas? Nee, ne? Du hattest dann auch noch 2. Grinsekatze direkt.
Alter, ist das Vieh einfach erschienen, das Mistvieh. Ich weiß halt nicht wie viele, aber eigentlich sollten wir unendlich Feuerlöcher haben. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in den Schrank rein, danke. Ey, guck mal hier. Oh, jetzt ist er verschwunden. So. Von hier hinten hast du nichts, warst du weiß quasi, du hast nur die Augen gesehen. Okay. War ich hier irgendwas? Hattest du noch irgendwas entdeckt gehabt? Am Eingang war halt was. Das Schaukelpferdchen. Zum Beispiel. Diese Papierhaufen können auch kontaminiert sein. Ja. Und ich brauche eine Antidepressiva. Benutzen. Okay, Moment. Das. Okay, ich stelle mich jetzt einfach mal in diesen Kacktürrahmen hier rein. Okay, da ist Grinsekatze. Okay. Ich sehe ihren Mundwinkel. Wo? Und ist verschwunden. Okay, war wieder in der gleichen Tür. Ich stehe jetzt hier in diesem Türraum. Alles, was hinter mir ist, weiß ich, wo was kontaminiert ist. Wir müssen den Raum ein bisschen in drei irgendwie aufsplitten. Okay, dann geht eh noch den das Schaukelpferd machen. Das Schaukelpferd und den Papierstapel da. War der Papierstapel auch? Ja, der eine Papierstapel mit dem Müllsack, da war bei mir auch auf alle Fälle. Okay. Gut. Wollen wir es einfach probieren? Und ich mach dann von hier, weil hier waren... Hatte ich die Maske und den Bären dann. Okay. Du hast halt die meiste Arbeit dann. Ich bin ready. Wollen wir? Ich auch. Guter? Ich hab den Feuerlöcher ausgewählt. Okay, los geht's. Nur wann wissen wir, wann das fertig ist? Keine Ahnung. Ich sprühe einfach mal ein paar Sekunden. Rot. Ist natürlich nicht so geil, dass es bei dir rot wird. Ich meine, ich mag rot, aber... Okay, benutzen. Okay, ist weniger kontaminiert. Ist nur noch minimal kontaminiert. Ihr wart nicht. Ist auch kaum kontaminiert. Ich habe gerade. Ja, okay. Das haben wir also alles. Alter, ich habe jetzt schon wieder Depris. Warum denn das? Okay, wir haben noch nicht alles. Irgendwas ist hier in der Nähe, was meinen Charakter total klopfwerten lässt. Wir brauchen noch drei Gegenstände. Drei Gegenstände, die noch kontaminiert sind. Immer noch drei Gegenstände. Dass du nicht schnell wechseln also kannst bei mir oder sowas. Ist es nicht und es ist, hat aufgehört rot zu sein. Ah ja, hier, Teddybär. Hey, den hab ich doch. Also der hier, der strahlt aus bis zum Ghetto. Nochmal benutzen. Schon besser. So, die Maske. Ne, Maske ist. Safe. Okay, noch zwei Gegenstände, Leute. Haben wir das Zeug am Eingang? Ich muss mal überlegen, wo der ich überhaupt bin. Der Schaukelstuhl und so, das hatte ich eigentlich gemacht. Also dieses Schaukelpferdchen. Aha. Hier war nur der Teddy, wo ist denn der Eingang? Ach Gott, das ist eine Grinsekatze. Hi. Immer noch zwei Gegenstände. Was siehst du denn deine Grinsekatze? Ja, er hat mir gerade angegrinst. Mein Charakter hat wohl der übste Probleme mit Atmen und ist extrem langsam. Ah, da ist immer noch die Grinsekatze. Hau da einfach ab, lass mich in Ruhe. Auf mich anzugrinsen. Brauchen immer noch zwei Gegenstände. Ob das hilft. Ich denke, am Eingang waren mindestens ein Gegenstand.
Aber ich bin den Eingang gerade nicht, weil sobald ich hier rausgehe, habe ich die Grinsekatze. Okay, die ist weg. Bei mir wird halt zum Beispiel angezeigt, dass die Spur noch minimal. Ich höre. Ja, ich höre auch alles Mögliche. Ich höre den Hund. Ja, das ist nicht so geil. Der Hund ist da. Ja. Ich bewege mich einfach erstmal nicht, ansonsten nehme ich den Schrank gleich. Neben Schrank bin ich drinnen. Au, der hat mich angegriffen. Wie unfair. Ach gut, du warst, der da mit rumstand. Ich stelle den Schrank rein. Ja, jetzt ist der Hund da. Der ist halt viel schneller als ich. Ja. Wenn das kacke ist natürlich. Mit dem scheiß Hund können wir jetzt in Ruhe alles absuchen. Ja, da können wir auch gleich nochmal von vorne alles absuchen. Scheißdreck. Wegen zwei Kackgegenständen. Aber ich habe den Eingang nicht mehr gefunden. Wo war denn der Vorhang? Aber war jemand am Eingang? Wenn du ja, von der kontaminierten Tür Richtung rechts. War ich doch. Na gut, das ist so schon mal eine Katze. Hund rennt noch bei mir rum. Und ich bin in der Nähe Eingang. Ich bin am Eingang gestorben. Ich habe mir schon alles wiedergenommen. Ah, Hund! Tschüss, fick dich. Hund ist jetzt bei mir. Haha. Genau, deswegen hab ich schon gewarnt. Ich will jetzt auch ungern die beiden anderen Sachen benutzen. Können wir nicht einfach den Hammer nehmen und den Hund verstoßen? Ja, dachte mir auch schon. Ja. Nee, du nimmst den Schraubenzieher und tust auf ihn einstellen. Finde ich gut. Erstmal die Augen. Also der Hund ist gerade, hier kam wieder dieser Nebel aus so einem Schacht raus. Der Hund ist gerade durchgelaufen, ohne dass es ihm was ausmacht. Obwohl, Nebel macht nicht die Augen, dann sieht er am Ende gruseliger aus, als er jetzt schon ist. Ja, aber dann sieht er weniger. Jetzt sieht er, ist er wenigstens putzig. Okay, ich brauche Antidepressiva. Benutzen. Oh, ist das lästig. Okay, benutzen. Ist immer noch minimal. Ich tue ja gleich einfach jeden Gegenstand, den ich finde, abbrausen. Frag mich, ob man an einem Herzinfarkt sterben kann. Piep, Tür ist offen. Sehr geil. Oder? Ja, das klang nach dem Piep. Also, und da ist Hund. Ach, come on, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Aber es war ein Piep. Und ich habe bloß den Rollstuhl gerade nochmal abgebraust. Mod-Gelee habe ich aber, ich sehe gerade, ich habe Mod-Gelee. Du hast auch Mod-Gelee? Ja. Ich habe nämlich auch. Wie gesagt, Mod-Gelee und vier Sicherungen. Dieser Kackhund, der geht mir gerade auf den Sack. Die Tür ist offen und wir können hier raus. Das lässt sich tralalala, tralalala. Also wenn jetzt gerade jemand von euch vor meinen, ist der Hund immer noch. Der Hund ist noch da. Ja. Ja, der ist mir hinterher jetzt hoffentlich. Okay. Ich hatte einen Schrank bei mir. Ja, und ich hätte ihn versucht, einfach aus den Kontaminierungsding rauszunehmen. Okay. Achso. Hat's geklappt? Nein, er ist mir nicht nachgelaufen. Nee, ich höre ihn immer noch. Was trinken? Aber ich habe eine Grinsekatze gefunden. Und mein Game kackt gerade ab. Mein Game ist gecrashed. Oh nein.